Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6. Ah, verdammt, falsche Taste gedrückt. Zu meinem Let's Play Civ 6. Das letzte Mal haben wir ja. Zu unserer 30. Folge mittlerweile. Das letzte Mal haben wir Lugdunum eingenommen. Hurra! Jetzt stehen wir als nächstes vor Arizium. Das werden wir auf jeden Fall zerstören, nicht einnehmen. Das ist so sinnlos, diese Stadt. Außerdem gibt es dann den Weg frei für 1, 2, 3. Das Kupfer kriegen wir dann zum Beispiel mit Lugdunum und ähnliches. Jo. Naja, dann schauen wir mal an. Wir können ja gleich einmal auf das vorgehen. Euch. Du kannst nicht schießen, oder? Also du kannst die Stadt aber angreifen. Du verteidigst dich mal. Admiral bleibt da in der Nähe. Achso, warte mal, das ist der Ranger. Alter, hast du hier einen Fernkampfangriff, aber nur das Nachbarfeld. Das heißt, du musst hierher gehen. Kannst du gleich drauf schießen. Kannst du? Schau dir was an. So, warte mal, du kannst befördert werden. Heilung außerhalb von freundlichem Gebiet oder Kampfstärke bei Verteidigung gegen Luftangriffe. Einfach Luftangriffe. Achso, na gut. Blutplatsch. Macht mal nichts. Ja, können wir den nächsten nehmen, bitte? Ach Gott. So, du heilst dich noch ein wenig. Die Feldkanone geht dahin. So, und unser General bleibt bei der Feldkanone am besten. Wir hätten zum Ranger gehen sollen, da wäre nämlich auch, hätten auch die Kanone da hinten erwischt. Das Kavalleriekorps kümmert sich um mögliche Eindringlinge hier. Aber da gibt es eigentlich gar nichts. Was macht der Römer eigentlich? Wozu erklärt man den Krieg, wenn er nicht einmal Truppen hat? Ich überlege gerade, ob wir versuchen sollten, da das Lager anzugreifen. Schon weit. So, wir haben hier einen Archäologen. Wo haben wir denn da noch mehr Sachen zum Ausgraben? Ich bin drauf gekommen, der hat keine Ladungen, der kann ausgraben, solange er will. Finde ich gut. Das ist bei weitem angenehmer als beim letzten Ziff.
was Jahre gedauert hat, bis man alles ausgegraben hat, wenn man ständig neue Archäologen gebastelt hat. So, da haben wir was zum Ausgraben. Und nachdem Kabul und Hattusha sowieso mit mir verbündet sind, ist das jetzt nicht so gefährlich. Oh. So, du gehst nochmal in die Stadt. Ah, vielleicht hätten wir das Kupfer gleich abbauen sollen. Und mit dem Typen, na gut, zu spät. So, also du gehst nochmal daher. Und tust so, als wärst du nicht da. Ganz schön viele Barbaren hier. Kommt wieder zurück. Mittlerweile schon ganz schön viele. Was wird hier gebaut? Oh Gott, das dauert noch 50 Runden, bis das Bolschoi-Theater fertig ist. Und dann stehst du schon da. So. Wir werden mal schauen, ob wir vielleicht mit dem Pi... Ja, sehr klar. Auf die Kanonen schießen. Oh, 37 Gold für 30 Runden. Bist du irre? Sollen wir das machen? Nein. Aretium muss zerstört werden. Einfach weil es Platz wegnimmt für Lugdunum. Nein, du nicht. Du. Du hast... Wenn du hierher gehst... Noch immer nicht die Kanone drinnen. Hm. Okay, wurscht. Heißt das, ich kann das nicht angreifen, weil ein Wald dazwischen ist? Kann das sein? So sinnlos. Na gut, dann reparier dich mal. Da sind zwei Ritter. Die bleiben hier stehen auf jeden Fall. Hallo? Ha, du gräbst weiter aus. Ah, wieso kann man das nicht? Funktioniert meine Space-Taste nicht mehr? Hm. Natürlich grausam. So, erwähnen wir mal das Artefakt, was wir da ausgegraben haben. Scheint seit der Antike hier begraben zu liegen. Wählt das Artefakt Barbaren oder Gandhi? Gandhi. Eine Schriftrolle. Im großen Werke ansehen. Eine Schriftrolle, eine Maske, eine Steintafel. Drei und drei. Ja, das Archäologische Museum hat jetzt ein Thema. Plus 100% Kultur und Tourismus. Ah, verstehe. Weil wir drei verschiedene Sachen drinnen haben. Eine Schriftrolle von Indien, eine Maske von Kabul und eine Steintafel von uns.
So, sein religiöses Ding. Warte mal. Na, das kann ich nicht daher. Da können Reliquien her. Verstehe. Eine Skulptur und noch eine Skulptur. Okay. Am besten wir tauschen die religiöse Dings gegen eine Skulptur aus. Das wäre was. Hey. Wie wär's mit einem Abkommen? Du hast doch irgend solche Sachen gehabt. Aber nichts, was mich interessiert. Keine Skulpturen? Ach ja, naja, dann vergiss es. Und tschüss. Ja, du bleibst da stehen. Ah, dich können wir aufwerten. Ah, schnellere Fortbewegung. Das machen wir nach dem Angriff. Oder nachdem wir die Stadt erobert haben. Schieß mal fest. Oh, perfekt. Kavallerie. Habe ich schon gesagt, dass ich die Sägewerk machen oder das Ding abholzen. Wenn wir es abholzen, kriegen wir 156 Produktion für das Ding. Wie viel Produktion braucht das? Kann man das nicht irgendwo sehen? Ah, 1240. Da machen diese 156 gerade mal wie viel aus? Lächerlich wenig. Na, wir brauchen ein Sägewerk und aus. Abholzen ist blöd. Macht das Ganze auch schneller. Nicht so schnell wie wenn's. Ja, ja, du bleibst stehen. So. Was können wir machen in Washington? Mittel abschöpfen, Technikbonus stehlen. Versuchen wir das mal. 74% Erfolgschance ist nicht schlecht. Thank you.
das war eindeutig. Gut, du bleibst mal stehen. Das kennen wir schon alles. Sein Zug dauert urlang. Irgendwie nicht sehr klug. Irgendwie nicht sehr schön. So, wenn wir Aretium erobert haben, werden wir ihm noch einmal ein Friedensangebot machen. Schauen wir mal, was er davon hält. Naja, dann machen wir mal weiter. Und feste drauf. Viel bleibt da nicht drin. So, hätten wir mal das. Hier. Ja, die haben das tatsächlich überlebt. Schade. Ja, okay, du bleibst hier. So, wenn ich das angreife, kriege ich eine geringe Niederlage. Nö, wir brauchen mehr Kanone hier, um das anzugreifen. Ein Händler. Nach Missouri ist der gegangen bis jetzt. Das ist ein schöner Weg. Aber Banderbrunnei macht noch einmal mehr Geld, um einiges mehr Geld. Kabul macht aber dafür Produktion. Hm. Brauchen wir Geld? Kultur? Kultur ist nett. Ah, Geld ist auch wichtig.
So, machen wir noch eine Runde. Nächste Runde werden wir den. Aber wir hätten das. Nein, wir schlagen sie gleich vor, den Frieden. Hey, Trajan! Wir haben da ein ganz, ganz tolles Ding, ein tolles Angebot für dich. Du gibst uns all dein Geld. Hattest du. Hm, macht er noch immer. Ah, 42 ist das Maximum. Na, finde ich gut. Finde ich gut. Hast du noch irgendwelche Schätze, die ich dir stehlen kann? Zumindest nichts, was ich noch irgendwo unterbringen würde. So. Und tschüssi. Machen wir mal eine Botschaft mit dem Geld, das du mir gerade geschickt hast. Nein? Nicht? Dann nicht. Wenig auf die Kleopatra einschießen. Die zwei auf der anderen Seite der Welt interessieren mich eigentlich relativ wenig. Mal schauen, vielleicht schaffen es die ja doch noch irgendwann einmal Frieden mit mir zu schließen, einfach so. Ah, da kommen sie wieder, die elenden Missionare. Ob die irgendjemand bräuchte. Puh, na mehr Barbaren dürfen nimmer mehr kommen. Schlüsselwörter von gewaltsamen Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, Industrialisierung, Zentralisierung, Effizienz, Quantität und Geschwindigkeit. Wir können Fabriken bauen. Wahrscheinlich in einem Industriezentrum. Wir können das Ruhrgebiet bauen. Das ist ein Wunder. Die Leute im Ruhrgebiet werden sich freuen. Plus 20% Produktion in dieser Stadt und plus eine Produktion für jede Mine und jeden Steinbruch in dieser Stadt. Muss an einem Fluss neben einem Industriegebiet gebaut werden. Naja, Kohle. Und plus eine Produktion für die Minenmodernisierung. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dadurch ist die Stadt auch wieder schneller geworden. Ich habe schon urlang nicht mehr gespielt, ich habe keine Ahnung, was ich kann. Wir sind da vorne. Ah, die Dampfmaschine. Oh, zwei Schiffswerften, das würde man wohl kaum schaffen. In diesem Spiel mehr. Dazu habe ich viel zu wenig Hafengebiete.
Was fehlt uns für Dings? Achso, Stahl fehlt uns für Verbrennungsmotor. Verstehe. So, was brauchen wir da? Für baut eine Kohlemine und ein Panzerschiff. Noch sehr was. Drei Musketiere. Das könnten wir aber schaffen. Einen haben wir auf jeden Fall. Zwei haben wir. Brauchen wir doch irgendwo noch einen dritten. Baut ein Wunder des Industriezeitalters. Naja. Schauen wir mal. Gesamtnummer. Zuerst möchte ich die Truppen machen. So lange um zu fahren. Richtig. Mhm. Ist gar nicht so schlecht. Verteilung ungefähr. Mal das. Das ist auch nicht schlecht. So, du machst nichts. Handwerker, was machst du, Handwerker? Ist das schon ein Schiff? Ich glaube schon. Hm. Naja, wir könnten da mal Dings machen. So, jetzt steigst du. Und zwar machen wir Wald oder Berge. Machen wir. Da gibt es nur noch wenig. Was ist das? Wir haben eine neue Quelle für Kohle entdeckt. Wo? Ist das Kohle? Nein, das ist Salpeter. Wo ist die Kohle? Altertumsstätten. Diamanten. Eisen. Kupfer. Und wo ist die Kohle? Versteht mich nicht falsch, Jungs, aber da ist keine Kohle. Das sind Altertumsstätten. Da ist Kohle. Faserlos. Und bei Mykene haben wir auch Kohle. Wo? Direkt bei Mykene wahrscheinlich. Kann das sein? Sehe ich das nur nicht? Haben wir Mykene draufgebaut auf die Kohle? Nicht, schwer zum sagen. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Na gut, soll sein. Wir haben hier Wasser.
Wasser und noch mehr Wasser. So, was produzieren wir? In Korinth bauen wir eine Bibliothek. Wer muss können. Und hier bauen wir... Ah, wir brauchen noch einen Ding, wir brauchen noch einen... einen Musketier. Wie lange dauert denn das? Oder soll man den einfach kaufen? Das sind 12 Runden. Wow, das sind coole Sachen, die wir hier bauen können. Ein Amphitheater zum Beispiel. Für große Literaturwerke. So, und wir haben zwei Gesandte. Wir sind souverän in all diesen Dingen hier. Dann nicht. Oder haben wir erst einen drinnen? Da auch nicht. Da können wir jetzt, glaube ich, auch nichts reingeben, weil die sind im Krieg mit mir. Na dann machen wir auch andere Brunner ja auch noch zu meinem Untertan. Wieso darf ich nur einen machen? Achso, weil ich nur einen durch irgendein Dings gekriegt habe. Nicht zwei. Da oben ist mir gestanden, dass ich zwei kriege normalerweise. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.